Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games hier und willkommen zurück zu Tomb Raider. Ab zum Tempel. Was ist los? Fuck, wer ist das? Checken wir das Ganze mal. Und zwar ziemlich schnell. Bergungsgut. Hier geht schon mal nicht weiter. Hier durch. Komm schon, Lara, spring! Oh mein Gott. Gwen. Boah, da nehme ich die Shotgun für. Lass den alten Mann in Ruhe. Zündet sie an! Oh oh. Chance, so sieht's aus. Shit's about to get down. Oh, ich muss nachladen. Wow! Das ist ja mal richtig fies. Nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Pistole, Bogen. Fuck. Kann hier nicht bleiben. Okay, jetzt muss ich immer in Bewegung bleiben. Am besten weiche ich mir so ein bisschen aus. Komm schon, wo ist der Rest? Gut, Präzision lässt noch nicht nach. Geht da runter und legt sie um! Fuck, jetzt kommen die schon runter! Boah! Mit meiner Shotgun hast du aber nicht gerechnet! Okay, noch schlagen uns wacker. Shotgun bringt hier gar nichts. Boah! Es werden echt immer mehr Dynamitstangen. Na, ah, nicht ganz getroffen. Das ist ein interessanter Kampf, um ehrlich zu sein. Oh! Ich hau die ganze Zeit daneben. Boah, die Shotgun bläst die weg. Echt Wahnsinn. Okay, Bogen. Vielleicht mit Brandpfeilen. Oh, da springt der. Wieder Shotgun. Er hat gesessen. Liebe das, wie die wegfetzen. Da wollte ich eigentlich nicht drauf schießen. Glück gehabt, du Sau. Nee, ich mach dich zuerst fertig. Oh ja, da fliegt alles in die Luft. Noch mehr Verstärkung. Wenn ich hier nicht in Bewegung bleibe, ist es echt aus. Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Okay, das hört sich verflucht gut an. Frachtbeförderung. Und dann kommen wir auf die andere Seite. Erstmal alle plündern. Nehmen das ganze Zeug mit. Okay, Pfeil habe ich voll. Okay, checken wir mal den Wegpunkt. So, und erstmal da oben hoch. Okay, am besten hier. Boah, ich will nicht runterfallen. Das ist der einzige Weg nach oben. Dann müssen wir den wohl gehen. Ich glaube, wir können auch da unten einfach ins Wasser springen. So müsste es aber gehen. Ich gehe nur mal ein Stück nach oben. Okay. Yep, hier ist ein Seil eingespannt. Wehe, da kappt einer das Seil oder schießt mir in den Arsch. Ich sehe euch, ihr Schweine.
Hier müssen wir wieder ein bisschen akrobatisch werden. Die Outsiderin ist hier. Warnt die anderen. Nix. So, das sollte gut brennen. Meine Präzision wird echt immer besser. Und das ist auch gar nicht schwer. Genau wo ich das sag, treffe ich natürlich den Typen nicht. Komm schon. Ey, das ist eine Sau. Sobald die so ein bisschen aus der Deckung gehen, stehen die ein bisschen zu weit vorne. Hier sieht es aber ganz gut aus. In den wunderbaren Hintern. Slime mal runter. Aber jetzt so von oben mit der Axt, ey. Das wär's doch. Wenn da einer natürlich gestanden hätte. Ah, der ist ziemlich heftig. Panzer. Hell yeah. Da hilft nur der Bogen. Da duckt er sich. So, aber ich kann das dahinter einfach anzünden. Das müsste funktionieren. Oh, was für ein Beschuss. Scheiß Dynamitstange! Wo kommt der Scheiß denn wieder? Anscheinend sehen die was, was ich nicht sehe. Da hell? Ich sehe überhaupt nichts. Aber ich muss hier irgendwie rüberkommen. Also ich höre die garantiert von vorne. Jetzt sind die unter mir. Ah, kommen die langsam hier hoch. Hier irgendwo. Okay, Pfeile voll. Ja, da unten. Okay, sollte gesessen haben. Versuchen wir mal hier rüber zu springen. Okay. Oh! Das glaubst doch nur du. Oh, oh, oh. Der Typ hat keine Chance. Ich bin nach der Meinung hier eigentlich, wir brauchen hier so lustige Granaten. Alles klar. Rennt ja immer noch. Hey, dazu ist sie geboren. Wow! Du hilfst ihm nicht. Voll daneben gehauen. Solange er tot ist. Warum nicht? Ich schätze mal, dass wir hier locker rüberkommen werden. Sollten aber trotzdem die Gegend so ein bisschen erforschen. Ja, geheimes Grab. Ich schätze mal, dass es da hinten ist. Nicht ganz sicher, aber trotzdem mal gucken gehen. Ammunition. Ja, das sieht schon nach Grab irgendwie aus, keine Ahnung. Bergungsgut. Mein Gott, Lara ist aber auch verflucht scharf. Hm. Wer hätte nicht mal ein Date mit ihr? Nichts dagegen einzuwenden. Aber so wie die töten kann, muss man vorsichtig sein. Okay, fuck, hier ist irgendwo ein geheimes Grab in der Nähe. Wahrscheinlich unter mir oder so, keine Ahnung. Hey, das sieht richtig verdächtig aus. Da können wir sogar lang. So, da unten ist das Grab. Aha, da liegt was.
Schön, dass Venti so schnell Feuer machen können. Das hat vorher extrem genervt. Wow! Okay. Das hat sie natürlich sofort gesehen, dass sie sich da festhalten kann. Ah, gehen wir mal ein Stück nach oben. Wow, verflucht geil Design. Gefällt mir sehr gut. Selten sowas Packendes erlebt. Kommt raus, ihr Skelette. Gehen wir mal einfach hier lang. Oh, wow. Ist da Ende? Muss ich hier springen? Ich weiß es nicht. Ich spring mal. Ja, gut. Lach mich kaputt, wenn ich... Ich glaube, ich gehe zurück. Okay. Bis klein jetzt, glaube ich, hier nehme ich wieder runter, ja. Auch nicht schlecht. Kann ich mich nicht zur Seite so ein bisschen... Oh, ja. Ich dachte, das funktioniert wie in Uncharted. Aber die springt direkt ab. Na jö. Wieder was gelernt. Geht auch so extra so ein bisschen langsam, um alles so wunderbar zu erforschen. So. Nicht wieder abspringen. Ja, hier können wir locker hoch. So, hier ist schon mal kein Weg. Jetzt gehen wir einfach mal hier rechts lang. Oh, man sieht auch wirklich gar nichts. Gar kein bisschen was. Okay, wir sind durch. Holy shit. Man geht erst durch so eine richtig kleine Höhle. Und dann haben wir hier sowas richtig Riesiges. Werkstatt. Kammer des Gerichts. Haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen? Scheint fast so. Wir haben hier irgendwie so ein bisschen Treibstoff oder so. Wir checken erstmal das Lager. Erstmal ein bisschen upgraden. Ein bisschen erholen. 362. Na, können wir nicht so viel mitmachen. Kein Fähigkeitspunkt. Ich denke, das Ding wird uns sicher noch irgendwie helfen. Okay, gucken wir uns erstmal ein bisschen um, was wir machen müssen. Wir haben hier Feuer, wir haben hier eine Statue. Wir haben mehrere von diesen Kanistern, sehe ich gerade. Wir können hier was zum Schwingen bringen, das sollte ich direkt mal ausprobieren. Okay, vielleicht nicht mit Feuer. Okay, Ding schwingt. Perfekt. Noch so ein leckerer Kanister. Diese Schnitzereien sind alt. Hunderte von Jahren. Hunderte von Jahren, ne? Okay, hier ist ziemlich viel am Brennen, aber... Da ist schon mal eine Leiter, sehe ich gerade. Oh, von hier aus vielleicht... Okay. Alles bricht hier komplett zusammen. Ist hier vielleicht irgendwo eine scheiß Maschine oder so? Ah, die Dinger können wir anzünden. Schick. Einfach mal ein bisschen Feuer machen. Feuer spielt eine extrem große Rolle in dem Spiel. Okay, ich schätze, noch was ist hiermit garantiert nicht möglich. Dodong. Ich bin gerade echt überfragt. Hier haben wir noch so ein Ding. Können wir die Dinger zerschießen? Nee. Okay, einfach hochklettern ist wahrscheinlich auch nicht drin. Weiß nicht. So viele von den Dingern. Was ist, wenn wir so einen Timer reinbefördern? Nein, bleibt davor liegen. Was haben wir denn hier zu tun? Okay, das Ding beschweren hört sich gut an. Probieren wir es einfach mal.